Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ghostwatchers. Ihr habt ja jetzt die ersten zwei Runden gesehen und wir waren teilweise sehr, sehr lost, beziehungsweise ich war sehr, sehr lost und ich bin leider zweimal gestorben. Ob ich jetzt wieder sterbe, müsst ihr euch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Wer bleibt nur noch, die Schule oder das Haus? Nee. Polizeistation haben wir noch. Dann lass mal Polizeistation machen. Ja. Ich hab irgendwie Flashbacks von der Polizeistation. Na toll. Jetzt werde ich diesen hier fahren. So, ich nehme wieder eine Lampe mit. Für jede Situation, die man macht, kriegt man $666. Hab ich ein Gerücht. Wie die Bubis schwingen. Ja. Sehr gut. Du kannst sonst keine Probleme hast, sag mal. Ja, ihr standet gerade in mir drin. Nimm die Voodoo-Puppe mit. Die sieht cool aus. Geleckt. Würde ich mir jetzt nirgendwo hinhängen oder so, aber... Noch irgendwas draus machen. So, ich nehme diesmal eine echte Taschenlampe mit, weil das letzte Ding war ja voll für ein Ey. Also Leute, wir wissen schon mal, der Geist hat eine Ukulele. Der hat nämlich gerade eine Ukulele gespielt. Sehr gut, sehr gut. Eintragen, Ukulele, spielender Geist. Habt ihr es auch gehört? Ich hab's gehört. Ja, ich hab's gehört. Aber das war eher so ein Zupfding von der Geige, oder? Ja, könnte auch eine Geige gewesen sein. Ja. Nehmen wir den mit. Ja, komm, warte, dann mal, lass die UV-Lampe mal mit. Das Licht geht nicht an, da geht's schon los. Überall die Wasserhähne anmachen. Warum? Echt? Ist eine Sonderaufgabe wegen Geld, ja. Ah, sehr gut, sehr gut. Plot Twist, es gibt keine Wasserhähne in der Polizeistation. Na klar, gibt's irgendwo Toiletten. Ja. Stimmt, müssen ja irgendwo kickern. Telefon! Oh, Telefon! Kann ich abnehmen? Ja, nimm. Hm? Geht nicht. Jan! Ich dachte, es geht. Hier ist Rolf. minus 17 Grad hier. Minus 17 Grad. Oh, das ist das, was ich habe. Gibt es nicht. 17 Grad. Also minus 20 bis minus 10. Hier, ich gehe. 3er EMP? Oh, 5er. 5er. Oh, oh, oh. Okay. Das ist ein Big One. Das ist ein Big der One. Meint der ist es ernst. Pissed. Warte mal kurz. Ich mach mal das Ding an. Bleib mal bei mir. Nicht weglaufen wieder. Ich schmeiß die Voodoo gerade. Es lädt gerade. Nicht mehr. Bleib ich schon. Ich hab kein Licht. Ich hab Voodoo hingeschmissen. Den Otto. Ich dachte, Otto hatten wir eben. Wer ist hier mit der Fackel? Du musst ihn anzünden, wenn er kommt. Hm. Ich bin das. Sehr gut. 500 bis 1000 haben wir auf diesem... Partikelzähler? Genau, Partikelzähler. Okay. Gut, dann schmeiß ich den jetzt auch weg. Hier, wir haben noch das Radio. Ja, kannst du auch hinlegen. Entweder kommt da, wie gesagt, ein Wein oder ein Knurren. Heul jetzt! Oder knurre! Talk to me! Oh. Oh mein Gott! Nein, das war falsch! Ich hab keine Fackel mehr! Oh nein, ich hab's gesehen. Du wolltest die Polizeistation anstecken. Das ist leicht problematisch. Würde ich einfach mal in den Raum schmeißen. Wo war der Ausgang? Leute, die haben mich schon wieder allein gelassen! Wo seid ihr Jan, denn hinter hin? Dir! Was? Oh mein Gott! Wo seid ihr denn hin? Ihr seid, also echt, ich drehe mich eine Sekunde um und dann seid ihr alle weg! Ich hab's sogar im Dunkeln herausgefunden. Ihr seid echt einfach weg! Sollen jetzt einfach schon seit 2 Stunden draußen sitzen da und also ich werde wieder als letztes da sein. Na, wir haben letzte Runde, haben wir 10 Vielleicht hatte mir jetzt eine Taschenlampe gekauft, weil ich das so stockdunkel da drin und es gab keine mehr. Gott sei Dank. Ihr müsst mal, ey, wir müssen ein bisschen Teamarbeit machen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ihr... Ich drehe mich einmal rum und dann seid ihr weg. Das ist wie in so einem schlechten Horrorfilm. Was müssen wir denn noch machen? Hier, möchte jemand eine Taschenlampe? Sollen wir können wir drei das? Nicht mal sterben und Jan alleine machen lassen? Ja. Da auch mal weiß, wie es ist. Ich habe eine Fackel dabei. So, Fußspuren, Notiz, weil im Prinzip müssen wir da hinten wieder hin, um zu gucken. Das Reacher-Brett und so haben wir schon hingelegt, oder? Ja. Ja. Müssen schon mal wir da wieder hin. Ich nehme meine Fackel mit. Kommt ihr? Ja. Mhm. Ja. Ich hab ein Messerklingen gehört. Lasst uns um die Ecke humpeln! Humpel, 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 humpel. Humpel, humpel, humpel. Ich weiß nicht, wo das ist. Sonst geht's gut. So, mal gucken, wie viele Messages hat er ausgeschrieben. Hier. Nee, hat er nicht. Keine Message. Nee, gar nichts. Oh! Was? Oh nein! Oh, endlich, ich komme! Ich hab die Fackel gedroppt! Es ist dunkel. Wo ist er hin? In der 100. Etage. Oh Gott, da bist du. Das ist wirklich eine Geige.
Jetzt wisst ihr mal, wie groß das hier ist. Das ist verdammt riesig. Hier liegt die UV-Lampe noch. Wem gehört die? Enz. Ja, kann sein. Ich hab gepanikt. Wo ist sie hin? Ich nehme die mal mit. Hab sie hier. Wo ist? Check mal nach Fußspuren. Oder nach Berührungsspuren. Hat er mich angefasst? Hier ist gar nichts. Was ist denn jetzt los? Ich lauf ganz komisch. Wo kommst du denn her? Echt, du hast die Fackel in deinem Bauch. Ja, ich war jetzt Badezimmer. Ich lauf irgendwie komisch. Suchen, aber irgendwie... Also ich lauf automatisch gerade. Ich kann mich nicht richtig bewegen, ich lauf so seitlich. Ich steuere gerade nur noch mit der Maus. Jan, siehst du das? Das ist der, das ist der Geigendance. Der Endtanz. Was mache ich? Ich kann nicht aufhören zu laufen. Nee. Muss dagegen ankämpfen. Ich weiß es nicht. Mach es denn mit mir. Wie kämpfe ich dagegen? Er hört nicht auf zu laufen. Werde ich gezogen? Das sieht aus. Nein. Du läufst. Du stehst neben mir. Du siehst aus wie ein Tanz. Tanz. Schreib was Schönes in den Block. Das ist der Regentanz. Ja, ich mache hier unten gerade überall das Wasser an. Ich weiß nicht, wie ich aufhöre. Drück mal. Geh doch mal ins Tab-Menü. Übrigens, spend mal Space. Geht nicht. Geht nicht. Kommt keine Errungenschaft bei mir. Echt? Echt nicht? Doch, da steht was, Errungenschaft. Ich will was? Springen. Wie cool. Ja. Was? Oh mein Gott. Wir müssen hinterher, bleib nicht da so stehen. Wie das aussieht, du rennst da hinterher mit diesem Humpelscheiß. Wir müssen hinterher. Wie so ein Metronom. Tina, ich finde dich nicht. Ich kann wieder normal... Oh mein Gott, das ist... Hier liegt ein Spiegel. Ich kann wieder normal laufen. Ich habe einen verfluchten Spiegel gefunden. Oh Gott. Dann schau mal rein. Irgendwie haben jetzt alle aufgehört zu reden und das ist merkwürdig. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Ich glaube, der ist ein bisschen aggressiver. Der ist pissed. Der ist die ganze Zeit am Leute entführen. Da hinten leuchtet es grün. Das ist der LKW. Das ist der LKW. Hinten sind Gefängniszellen. Ja, da habe ich das Wasser überall angemacht. Achso, okay, alles klar. Für die Zusatzaufgabe. Oh, die Polizeistation mit Gefängniszellen. Habt ihr es gehört? Was denn? Ihr klopft irgendwo wer. Klopft ja, das bin ich. Oh Gott. Ich klopfe gegen die Tür und ich habe die Fähigkeit rausgefunden, wie man das macht. Wie denn? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, wer das ist. Telefon schon wieder! Geh mal ran. Er will uns was sagen. Aber. Ja, hallo, hier ist Uwe. Ich bin auch dabei. Oh, ich habe hier alles gedroppt hier. Das wollt ihr nicht? Ja, Leute, keine Ahnung. Lass uns nochmal zu unserem. Wie nochmal? Ouija-Bot? Ouija-Bot gehen. Fang den Satz nochmal von. Ich geh mal checken, wo ist unser Ouija-Bot? Ich hab vergessen, wo es ist. Ich fühle mich stolz. Das ist alles viel zu groß hier. War das oben oder unten? Ich habe aber keine weiteren Wasserhähne gefunden. Warte mal, das war unten. Oh mein Gott. Oh, hier bewegen sich Sachen. Er hebt hier Zeugs auf, Bücher schweben. Harry Potter. Müssen wir runter? Nee, hier ist die erste Etage, oder? Hier ist EG, ne? Mhm. Der sieht ja wild aus. Wer denn? Hier, der Typ auf dem Bild. Oh, nice. So ein Entwickler. Ja, der hat ein Selfie hier kurz reingehangen oder sowas. Ich glaube auch. Das ist so sein Foto. Hier hinten. Das Foto von ihm und seiner Band. Ihr müsst auch mal mit dem reden. Are you from China? Hast du Fabian gesehen? Uwe, are you from China? Wisst ihr, was das große Problem ist? Ich weiß nicht mehr, wo unser. Wie heißt es denn? Ouija-Board ist. Ja, das weiß ich auch nicht, wo ihr das Ich weiß nicht, wofür ich gerade Höhlenmensch bekomme. Achso, weil ich die Fackel so lange gehalten habe. Da ist was! Das ist ein Signal, dass wir irgendwas von der Tafel gemacht haben. Ich. Wasserhähne. Okay, sauber. Wasserhähne angemacht. Leute, sauber. Ich bin im Keller irgendwo. Ich bin im Eimer irgendwo. Gespenst irritieren, das Foto vom Gespenst macht, mach ein Foto von der Antwort des Geistes an der Ouija-Board. Ja, ich hab den Fotoapparat mit, aber ich weiß nicht, dieses... Komm mal mit hoch, bitte. Wer ist denn das hier? Wer ist ein UV-Lampen? Ich. Komm mal mit hoch, wir gehen mal...
glaube, oben ist das Reacher-Pod. Oh, nein, wir waren im Erdgeschoss. Nein, hier oben. Sicher? Sicher? Ja, doch, im Erdgeschoss, ihr habt recht. Erdgeschoss. Aber wir finden es. Da ist es doch. Da ist gekritzeltes drauf. Ein Totenkopf. Also ein Kopf. Cool. Von links nach rechts geht das Ouija-Board. Ein Schädel, oder was? Ein Kopf. Schädel, ja. Eine Ecke in die andere. Und Ouija von links nach rechts. Oder so. Was? Ja. Von einer Ecke in die einen. Beinen. Ja. Damit haben wir The Drowned oder The Dream Devourer. Senior. Okay. Er ist auf jeden Fall älter. Der Ertrunkene. Ja. Das war ich wegen dem Foto. Okay. Jetzt mal gucken, ob die Voodoo-Puppe was macht. Footprints brauchen wir noch. Wo ist denn das Radio? Ist es auch da in dem Raum? Ja, das ist auch hier. Hier, Sonja steht drauf, glaube ich. Nein. Leute, irgendwas habe ich noch nicht eingetragen. Ich weiß, welcher Geist das ist. Fußspuren. Ich weiß auch nicht, welcher Geist es ist. Fußspuren haben wir nicht. Elektromagnetischer Feldsensor haben wir noch nicht. Oder haben wir den? Fünf. Fünf. Hm. Aber Thermometer? Wie fünf? Ja. Minus 20, minus 10. Ah, danke. Haben wir Party? Elektromagnetischer Feldsensor. Oh, er kommt, fünf. Er kommt. Jetzt links. Mann! Alter! Was? Da kommt er. Markus, hab mich erschreckt von hinten gerade. Nein, Arschgesicht, Mann. Jetzt haben wir zwei geschmissen. Hör doch mal auf mit dem Kack, ey! Fall dir gleich vom Stuhl. So, was müssen wir jetzt machen? Ja gut, die Voodoo-Puppe macht wieder nichts. Sollen wir da mal keine Interaktion reinmachen? Ja, keine Interaktion. Und was ist mit dem Rundfunkempfänger? Macht auch nichts. Da kann man doch weinen. Weinen! Ah, Wale. Und was ist er mit Fußspuren? Er hört einfach nicht zu. Fußspuren haben wir keine, ne? Hinterlässt keine Fußspuren, habe ich jetzt. Das ist der Ertrunkene. Dann haben wir den Ertrunkenen, einen Senior und unruhig. Beunruhigt. Ja. Nein, ich schon wieder. Tschüss. Ja. Er hat mich in eine Kiste gezogen. Ich habe keine Taschenlampe dabei. Wo geht's hier raus, Leute? Hier lang. Oh, wartet. Hallo? Guck mal, ich renne sofort hinterher, wenn einer gekidnappt wird. Und ihr haut einfach Sonja. Ab. Sonja. So unfassbar. Sonja hat schon eingegeben. Guck mal, die sind einfach mal materialisiert den Dude. Sind einfach abgehauen. So, heiliges Salz. 5 Wasserhähne auf. Ich weiß, wo Wasserhähne sind. Das mache ich dann gleich. Was müssen wir jetzt? Warte. Heiliges Salz. Heiliges Salz, okay. Und ich gehe dann gleich die Hähne machen. Ich mach Salz. Die Hyäne? Die Hyäne, ja. Heiliges Salz. Ich nehme wieder die silberne Bombe. Oder da ein schon Flur war gerade. Jetzt muss ja erstmal Tina. Komm her, Merkock. Warte. Ja. Ha, da hört er drauf. Was? Geil. Meine Lampe ist weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kackbock. Geht doch mal weg, bitte. Wo bist du? Geh raus. Oh, ich hör ihn. Kackbock. Oh mein Gott. Ich geh die Hähne machen. Ja, soll ich mitkommen? Ich komm mit. Er ist schon, ist schon, ist schon. Okay. Jetzt die Bombe. Ich hab Bombe. Wo soll ich mich hinstellen? Dein Part. Sonja kann gleich die Wasserhähne wieder zumachen danach. Kann mir wer leuchten? Da ist er! Ist hier gar keine Tasks. Da war er. Ich wartet mal, ich muss noch ein Foto von dem machen. Da hinten ist er, noch ist die Treppe runtergelaufen. Was fehlt denn noch als Task? Was ist denn ein Task? Als Task? Was ist denn Task? Unsere Aufgaben. Jan muss jetzt die Bombe werfen und dann muss ja alle Wasser danach alle Wasserhähne wieder zu. Er hört ja auch nicht zu. Alle Wasserhähne wieder zu? Ja, gleich. Wenn Jan, was müssen wir denn jetzt machen? Oh, das, die Bombe werfen muss Jan. War nur Spaß, alles gut. Können wir eh nicht abfackeln? Nicht runterzählen, ich sterbe nicht. Wir schauen dir auch dabei zu. Oh. Jan, pass auf. Ja, wenn leuchte du Licht hast, ich schmeiß ihn dir hier hin. So, was ist das? Ich kann, ja. Ich sehe gar nichts, Enz. Ich gehe mal weiter rein hier. Willst du das wirklich? Lass zu, lass ihn allein. Nee, ich muss ein Foto machen. Ach, du musst ein Foto machen. Dann komm. Dann hole ich die Lampe. Kack, Bock. Ich schmeiß mal Jesus rein, der hilft immer.
Ja, ich hab noch mit ihm reden. Ich hab noch einen verhexten Spiegel oder sowas dabei. Ich nehme ja, Jesus. Ja, das ist nur eine Aufgabe. Da kannst du jetzt nichts mit machen. Ach so. Bring Jesus rein, das regt ihn auf. Hallo? Sprichst du Deutsch? Oh, Englisch. Amen, Amen. Motherfucker. Amen. Da. It's Jesus. Komm mal ran hier. Wo bist du? Vielleicht zählt das ja auch schon, wenn ich die Wasserhähne schon wieder zumache. So, die waren ja gerade auch schon wieder offen. Das ist doch eine Aufgabe nachher, nach der Silberbombe. Ja, aber die Hähne waren ja gerade auch schon offen. Komm mal alle raus. Vielleicht reagiert er nur da drauf. Ich auch? Nee. Nein, du nicht. Du musst ja die Bombe machen. Ich gehe mal weiter nach hinten. Hier. Da ist er! Kann ich jetzt schon werfen? Nee, nein. Nee. Nur wenn er mich angreift, oder? Du musst dich jagen, ja. Oh Mann. Geht doch nicht gut. Es flüstert. Es flüstert. Hat du Kakao? Oh, nein. Sehr schön. Oh. Okay. Junge, ich bin erschrocken. Was jetzt? Ich gehe meine Wasserhähne zu. Komm raus, Jan. Ja, ich kann das erstmal fangen hier. Hört ihr hier draußen das Messer? Hat hier draußen irgendjemand reinzufällen? Ist gerade dabei, jemanden Steak zu filetieren. Oh. Ja, willst du die Christus-Statue machen, Jan? Ja. Was ist eigentlich Ents Aufgabe? Wo ist Christus? Was muss man denn mit Christus machen? Der steht auch im Eingang. Entgegenwerfen. Ja. Auch entgegenwerfen gleich. Wo steht der denn? Ernsthaft? Dann mach ich die Jesus-Situation. Ja, dann machst du Jesus. Lass erstmal Sonja die Wasserhähne machen. Ja, genau. Sensationell. Alright, du Pissnäcke, komm her, spüre die Macht Jesis. Einfach entgegenschmeißen, oder wie? Ja. Warte mal, ja. Weiß nicht. Ah! Gott. Ist die hässlich. Wo? Oh. Lebst du noch? So? Ja, nee, ich hatte ja die Fackel noch. Ich muss nur jetzt schnell raus. Ihr ist Jesi. Ihr ist ein kleines, leckeres Jesi. Alter, was hast du genommen, ey? Kommen Sie her. Ja, geh mal weiter rein. Nee. Doch, geh mal weiter rein. Ich muss ihn im Blick haben. Außerdem muss Tina ein Foto von machen. Mach dich hoch. Geh mal weiter rein. Nee. Komm jetzt. Komm mit. Komm. Komm, wir gehen alle rein. Warum gehst du denn rein? Da vorne war gerade ein... Der war gerade unten in den Gefängniszellen, da wo ich die Wasserhähne zugemacht habe. Du musst doch mal über V mit ihm reden, was weiß ich, Catch Me oder Catch Me, so I have Jesus. Oh mein Gott! Oh, er kommt. Er ist einfach da, oder? Get Jesus, bitch. Ich kenne leider auch die Triggerwörter nicht, weiß ich nicht, also... Your mom. Dein Mom. Ja, du musst, glaube ich, schon ein bisschen rumgehen, weil es ist so riesig hier. Der reagiert nicht auf den Eingang nur. Guckst du auf meine Möpse? Du bewegst dich keinen Millimeter und die Brüste schwingen. I am Jesus. Ist ganz schön windig. Fang, you shit. Oh Gott, der kommt wirklich. Ja, da hinten stand ich auch, das ist gut da. Ob das so gut ist? Doch. I have Jesus. Sicher, dass ihr diese Statue meint? Ja. Sie hat sie nur scheiße gemacht. Wie kommt? Ich schätze ja vor ihm, also darfst du die ihm auch entgegenwerfen. Es leuchtet. Ich geh mal raus. It's coming. I'm here. You shit. Oh, er kommt. Da hinten ist er. Es hat nicht funktioniert. Ja, hast du vielleicht zu spät gemacht oder so? Nein. End. Ihr habt mich in den Tod geschickt, ihr Arschlöcher. Ich hab euch geglaubt. Ihr habt gesagt, Jesus wird mich beschützen. Er hat mich nicht beschützt. Das hast du immer gesagt. Der hat mich. Letztes Mal hatte ich auch den Jesus vor meiner Birne und der war tot. Also ich. Hast du das? Wo ist denn die? Ich hab jetzt keine Jesus-Statue mehr, ne? Weiß ich nicht. Ist die nicht da? Ihr habt mich nicht beschützt, er hat sie einfach... Hier liegt Jesus. Wo? Okay. Da. Oh nein, meine Lampe! Kaufen gedrückt. Meine Lampe ist weg. Er hat sie dann einfach mach du das. Ich kann die Lampe nicht aufnehmen. Der hat Jesus einfach getankt. Ich kann die Lass Lampe doch mal den Spiegel los, den Spiegel brauchst du nicht, Jan. Ja, ich weiß, aber... Hier, bitte.
Jetzt aber kannst du auch die Lampe nehmen. Ah, jetzt kann ich die Steps. Lampe. Was? Wie werfe ich sie denn? Mit rechts oder mit links? Enzo, mit welcher Taste hast du geworfen? Mit links, ne? Links. Also links hat nichts funktioniert. Links bei mir. Geht nicht. Oh, er kommt! Ich versuch's weiß mit es rechts, nicht. Ich versuch's mit rechts. Da ist er! Er kommt! Er kommt! Es geht nicht! Oh. Was ist mit ihm denn? Geht nicht? Es ging nicht! Das ging nicht. Ich versuch mal. Weil bei mir geht's eigentlich. Der farmt uns jetzt die ganze Zeit. Zeit. Und denkt sich, also es war nicht die Jesus-Statue, die Mutter-Maria-Statue. Willst du vorsichtig halber dann bei mir bleiben mit der Fackel? Warte mal ganz kurz. Liest man die Aufgaben neu? Was ist genau die Sache? Vielleicht muss man sie in der Hand halten. Da war ich tot. Hallo, steht denn da irgendwas von Jesus? Da steht nur Christus-Statue. Wo denn? Wo denn? Bei Abfassung. Bei da, Christus-Statue, bei 6. Auch das, wer ist das? Dieses Weihrauch hat 3 Bänder drumherum. Daran siehst du, ob es geraucht wird. Ach ja, stimmt. Wer raucht? Man muss die Jesus-Statue gar nicht werfen. Sondern? Man muss sie einfach nur in der Hand halten. Tina, du solltest mir jetzt mehr für okay. Okay. Einfach nur hinhalten, wenn er kommt. Einfach nur. Ja. Ah, so ist es. Also, ich hab einfach meinen Schuss die ganze Zeit gedroppt. In dem Moment. Ja, aber. Und ich hab sie ihm gegen die Nase gefeuert. Ja, ich auch. Ich hab einfach meinen Schuss fallen lassen, als er kam. Wieso höre ich dich denn schon wieder in-game? Ich hab keine Ahnung, warum das so ist. Das ist super weird. Ich glaube, da haben wir einen Bug entdeckt. Jetzt ist es weg. Hier hinten ist lautes Geräusch. Come to me. Ich kann die Kerze auspusten. Warum sollte ich das tun? Echt jetzt? Ja, als Geist. Ich nicht. Catch me. Oh, noch ein Foto. Du musst genau auf die Kerze klicken. Nee, ich nicht. Polizeistation. Wo bist du? Da, selber. Komm. Kann das sein, dass in dem Spiegel, wo der Geist gerade ist? Wo ist der Spiegel? Ach, ich hol mal die Kugeln, ne, zum Einfangen. Ja. Ja, aber ich muss was loswerden. Sonja, hast du Angst? Ach, hab ich schon. Ich hab ein bisschen schon, glaube ich, mehr durchgestanden wie du. Aber ein bisschen schon. Ein bisschen. Weil ich Angst habe, dass sie mich nicht schützt. Ja, du musst nichts machen. Einfach nur halten, wenn er kommt. Ja, ja. Ins Gesicht halten. Ich höre ihn flüstern. Ist es aktiv? Oh nee, es ist nicht aktiv. Hä? Ich hatte es eigentlich aktiv. Ich muss gleich nochmal gucken. Sorry, Leute. Was ist aktiv? Marc, kannst du das Giveaway mal aktiv machen? Ach so. Bist du Giveaway. Da? Beim Mobot? Komm. Marc? Ach, catch me oder so, schön. Sonja. Ja, ich weiß nicht, catch was man... Catch me. Komm. Ja, komm. Hier. Fang mich doch, du Eierloch. Du musst, was hat Jens? Sag sowas nie wieder. Oh, ich hab mich so erschrocken, dass ich die Kamera gedreht habe. Sehe ich jetzt erst. Was hat Enz nochmal gesagt, als er kam? Heißt nicht Enz, ich heiße Jens. Komm, oh, ich komm. Aus. Warum mich jetzt noch hier will. Ja. So einfach war das. So Enz ist immer gestorben. Kriegen wir jetzt werfen, haben sie gesagt. Ja. Du wirst nicht sterben. Glaub einfach dran. Jesus wird dich dieses Mal beschützen, haben sie gesagt. Ja, damit auch, ne? Ja. Marc, du musst ein neues Giveaway machen dann. Ich hab's, glaube ich, gar nicht eingerichtet. Ich wollte und hab's, glaube ich, vergessen. Und jetzt schwirrt er hier irgendwo rum, weil er geschwächt ist, aber... Anne schreibt, ja, die Frauen rocken das wieder. Die Frauen haben uns in den Tod gejagt. Ist so, die haben uns ja, ihr müsst euch mal auch mal, vielleicht mal selber die Enzyklopädie durchlesen. Jens, hörst du über das? 3 Millionen Menschen in Deutschland der ist hier oben, richtig lesen. Erste Etage. Lauf gerade hinter ihm. Da bin ich doch. Hier in dem Raum. Hä, woher weißt du das? Hast du ihn gesehen? Jetzt oh, ist er gerade wieder raus. Ja. Komm, wir humpeln hinter ihm her. Wo ist er hin? So schnell runter? Das Witzige ist, ich kann die Kerzen da ist er hier, hinter euch! Hinter euch, oben schwebt er! Oben!
Da, ja. Wolwart. Habt ihr ihn gesehen? Ja. Telefon. Oh. Telefon? Ja. Alter, hier schwebt alles. Holt ihn euch. Jawohl. Wir haben ihn. Jawohl, ab ins Hauptquartier. Haben wir jetzt alle Geld bekommen, obwohl in ja. The Wallet 402. Tatsächlich? Ich habe tatsächlich Geld bekommen, obwohl ich tot war. Ja, krass. Ich meine, der hat mich umgebracht, was soll ich mit Geld? Wollen wir mal schwieriger spielen? Das ist ja easy. Das ist voll easy, ganz ehrlich. Piece of cake. Ja, das ist eine schwere Geburt mit uns Männern. Das ist ganz furchtbar. Aber ich kann euch sagen, ihr habt es gerade gehört, wir spielen danach auf schwerer und danach sogar auf extrem. Und da freut euch auf was. Das war ultra krass. Da haben nämlich der Enz und ich wollten da unbedingt alleine rein und haben dann versucht, alleine die ganze Sache zu meistern. Und ob das geklappt hat, das müsst ihr euch die Tage angucken. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wenn ihr Bock habt auf Hand, dann... könnt ihr mir heute Mittag ab 14 Uhr zugucken auf Twitch Live oder morgen früh 9.30 Uhr nächstes YouTube-Video mit Hand Showdown oder wahrscheinlich um 11.30 Uhr kommt noch ein Ghostwatchers-Video. Ich muss immer überlegen, wie das Spiel heißt. Haut rein, tschüss!